Herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Escape from Monkey Island. Das ist der vierte Teil der Monkey Island Saga. Ja, wir haben in der letzten Folge, glaube ich, das Katapult zerstört. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt unsere Crew zu finden. Ich bin wieder bewaffnet mit Papier und Bleistift, weil ich denke, heute werden wir zum Wettarm, Beleidigungsarm drücken kommen. Und wir betreten jetzt mal das Haus. Ich habe mir auch schon mal hier ein Zettelchen nochmal gemacht, wie die Steuerung ist. Ich sage es einfach mal für die, die es interessiert. Ansonsten dann weiß ich zumindest in einem Video, dass ich es mal gesagt habe. Also L ist schauen. P ist nehmen, das hatte ich ja schon bei den Brezeln. U ist benutzen und sprechen. I ist Inventar. Genau. Oder auch einfügen geht auch. Ach, Liebling, wir hatten uns doch darauf geeinigt, dass du deinen Müll nicht auf unserem sauberen Fußboden ausbreitest. Tut mir leid, es dauert nur einen Moment. Ach so, okay. Irgendwas habe ich jetzt verkehrt gemacht. Also I ist Inventar auf jeden Fall. Einfügen scheint irgendwie noch benutzen oder sowas zu sein. O ist Raum schnell verlassen. Das finde ich ganz hervorragend. Das wusste ich gar nicht mehr, dass es das gibt. Leertaste müsste Pause sein. Und Punkt ist der... Genau, Leertaste Pause und Punkt ist Dialog überspringen. Das ist ja bekannt, aber das mit dem O finde ich sehr, sehr schön. Raum schnell verlassen. Gut, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns hier etwas um. Und ich würde sagen, wir... Ach, wir schnüffeln ein bisschen hier, ne? Gehen wir mal hier rein. Kleiderschrank. Wir Tropenbewohner haben nicht viele Mäntel. Ja, logisch, ne? Aber dafür sehr viele T-Shirts, hoffe ich mal. Ach, schön ist es hier. Die Uhr ist um 10 nach 6 stehen geblieben. Das Pendel bewegt sich nicht. Vielleicht stecken wir in einer Art Zeitabnormalie fest, in der die Zeit stillsteht. Für immer! Oder die Uhr wurde in den letzten 3 Monaten nicht mehr aufgezogen. Das könnte auch sein. Ha! Ist es wahrscheinlich. Oh, Familienbanner. Eine coole Fahne. Warum verspüre ich nur plötzlich den Drang, auf einem Schwein zu reiten? Kann ich jetzt so spontan nicht sagen. Schachspiel? Ich liebe Schach. Vor allem die Pferdchen. Aha. Ich mag eigentlich den Turm gerne. Ich habe mich schon immer gefragt, was hinter dem Haus ist. Jetzt weiß ich's. Und was? Das ist das nächste Geheimnis von Monkey Island. Was macht die denn da? Isst die was, oder? Nee, die schreibt irgendwas, oder? Betrachte Fenster. Ich habe mich schon immer gefragt, was hin... Ah, sehr gut. Plus, Punkt funktioniert auch. Betrachte Regierungsschreiben. Das ist irgendein Regierungsschrieb. Ja, dann her damit. Okay, können wir es auch nehmen, das Porzellan? Oh oh, denk nicht mal daran, das chinesische Porzellan anzufassen, Guybrush. Wer fasst hier etwas an? Ich fasse gar nichts an. Nein, ich doch nicht. Nein, überhaupt gar nicht, ne? Betrachte. Aus irgendeinem Grund liebt Elaine diese Teller. Sie sehen doch schön aus, sie sind bunt. Das ist niemals, Na, egal. Ich bin kein Fachmann, aber dieses Porzellan ist potthässlich. Ist auch weniger kostbar, mein Freund. Ne? Ah ja, und es ist noch eine Einstellung, wollte ich ja nochmal testen. Das ist nämlich die Kameraführung. Werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge mal ausprobieren. Betrachte Vertragsformular für Regierungsjob. Was ist das denn? In der Überschrift steht Arbeitsvertrag der Regierung von Mili. Ja, her damit. Da können wir vielleicht die zwei hier, Otis und Carla. Carla? Otis? Ach, die wir da getroffen haben in der ersten Folge oder zweiten Folge. Vielleicht bequatschen. Hallo, meine kleine Plündermaus. Was willst du hier, Guybrush? Was? Gute Frage. Was will ich eigentlich hier? Ist eigentlich, obwohl es 3D-Grafik ist, ich mag es eigentlich nicht so gerne, aber es ist schon ein bisschen heimelig hier, ne? So. Was sollte ich gleich wieder machen? Ach, hast du wieder zu tief in den Grogkrug geschaut?
Nein, ich hab's nur vergessen. Grog macht vergesslich. Und jetzt sperr die Ohren auf. Und jetzt kümmere ich mich um meine Wiederwahl. Und du schaffst deinen Hintern gefälligst nach Luke Ryland. Dort sprichst du dann mit den Anwälten unserer Familie und arbeitest mit ihnen einen Beschluss aus, der Charles Demoliergnom davon abhält, unser Haus weiter zu beschießen. Kapiert? Ja. Hast du gesehen, wie ich dieses lästige Katapult erledigt habe? Ich wusste, dass in dir ein mächtiger Maschinenzerstörer steckt, mein chaotischer kleiner Pirat. Leider ist das nur eine vorübergehende Lösung unseres Problems. Wir müssen eine bessere Lösung finden. Das stimmt. Wir müssen ja das Schreiben der Anwälte haben, aber hier sind ein paar schöne Sprüche. Wir könnten die Insel verpachten und von den Erlösen leben. Mit welchem Slogan? Auf nach Mili.com? Das nennt man Diebstahl, sogar unter Piraten. Auf nach Mili.com? Aha. Wir könnten einen Sturmangriff auf das Rathaus starten. Und dann nehmen wir die Stadt als Geisel. Ha! Das ist nicht sehr zivilisiert, Honigbär. Außerdem möchte ich nicht, dass du dich verletzt. Ich bin zu jung, um als Witwe zu enden. Also ist das deine einzige Motivation, Schätzchen? Oder Honigpüppchen? Ist eigentlich das auf dem Bild im Hintergrund, ist das der Vater von Elaine? Und unten links, das scheint Elaine zu sein. Wir könnten auswandern und diesen Affenzirkus deinem Nachfolger überlassen. Aber ich lebe gerne hier. Abgesehen davon ist der Affenzirkus hier auch nicht schlimmer als auf anderen Inseln. Danke, dass du versuchst, mir zu helfen. Aber ich finde, wir sollten bei unserem derzeitigen Plan bleiben. Bin schon unterwegs. Ja, würde ich auch sagen. Hervorragend. Ich habe leichte Probleme, an ein Schiff zu kommen. Geht es auch etwas genauer? Ich bin nicht autorisiert, ein Schiff zu requirieren. Kannst du dir das vorstellen? Ich? Hier hat sich seit unserer Abreise offensichtlich einiges geändert. Hier, nimm das. Damit kannst du dir etwas Respekt verschaffen. Was ist das? Was ist das denn? Was ist das? Das offizielle Gouverneurssiegel von Mealy Island. Damit bist du ein Bevollmächtigter des Gouverneurs. Außerdem kommst du mit dem Ding auf einige ziemlich heiße Partys. Ein wahrer Pirat braucht kein Regierungssymbol, um seinen Befehlen Nachdruck zu verleihen. Tja, es ist immer dasselbe, Liebling. Ich finde, du solltest es nehmen. Oh, in Ordnung. Heißt das, dass ich den Laden hier jetzt schmeißen kann? Ich hätte da einige wirklich revolutionäre Ideen zu subventionierten Kinderkrippen. Sobald du von Luke Ryland zurück bist, möchte ich das Siegel wiederhaben. Verstanden? Das ist etwas seltsam. Das heißt, wir haben ein Siegel bekommen. Damit bin ich Bevollmächtigter des Gouverneurs. Ich dachte eigentlich, das Siegel selber... Also ein Schreiben wäre, hätte ich ja noch verstanden, aber das Siegel selbst, naja... Niemand will bei mir anheuern. Rede mit den Leuten und mach vor allem keine lächerlichen Versprechen. Hey, das solltest du dir für den Wahlkampf merken. Ich überlasse dir die Auswahl der Besatzung, mein Prinzlein, und du überlässt mir den Wahlkampf. Sonst noch was? Kannst du mir etwas Geld borgen? Warum? Ich bin nicht sicher, aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich etwas Geld brauchen könnte. Ich würde dir ja gerne helfen, Engelchen, aber im Moment sind wir etwas knapp bei Kasse. Apropos, was ist mit deinem Taschengeld? Ich hab's bei einem Wettspucken auf Booty Island verspielt. Tja, dann tut es mir leid, Cherry. Es wird Zeit, dass du lernst, dir dein Geld einzuteilen. Ach, Mist. Ja, Cherie, ne? Da musst du was machen. So, okay. Du kannst dich jetzt voll und ganz auf deinen Wahlkampf konzentrieren. Danke. Das ist cool mit dem Siegel, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Jetzt schaue ich mal Verminde Gouverneurssiegel von Mealy Island. Ich fürchte, das würde ihr nicht gefallen. Womit? Ach komm, steck es ein. Aber ich überlege gerade, wir müssen doch noch irgendetwas hier. Genau. Use. Nee. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ach, verdammt, wie geht das nochmal? Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Inventar. Hallo, Gouverneur. Was willst du hier, Guybrush? Hallo. Nee, ich muss das Bargeld, Wahlkampf konzentrieren. Du kannst dich jetzt voll und ganz auf deinen Wahlkampf konzentrieren. Danke. Ich überlege die ganze Zeit, ich muss das doch... In der Überschrift steht, Arbeitsvertrag der Regierung von Mealy.
laue Ausführung. Laue Ausführung? In der Überschrift steht Arbeitsvertrag der Regierung von Mili. Okay. Ja, wie geht denn das jetzt nochmal? Use? Kuh, du Brez. In der Überschrift steht Arbeitsvertrag der Regierung von Mili. Laue Ausführung. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Nee, das soll dir auch nicht weiterhelfen, sondern ich will... Ach, verdammt, ich weiß es nicht mehr. Mist, wie geht denn das? Ich will irgendwas benutzen mit, hier mit Elaine. Kann man das nicht irgendwie... Die Kleine hatte ich im letzten Spiel. Nein, ich glaube, darüber steht etwas in unserem Ehevertrag. Schade. Ja. Wähle. Ach, wie blöd. So. Was willst du damit? Ich bin nicht sicher, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ein richtiger Vertrag hilfreich sein könnte. Na gut, her mit dem Wisch. Okay. Einstecken. Jetzt gucken wir mal den hier. Noch ein Vertrag? Nur zur Sicherheit. Ah ja. So viel zu meinem Ruf als Reformpolitiker. Na gut. Komm, unterschreib. Her mit dem Wisch. Sehr gut. Ich glaube nämlich, mit diesem Regierungsvertrag können wir diese beiden... Ach, die pustet natürlich. Die beiden, wo sind die eigentlich? Carla und Otis, ne? Die beiden am... Setz dich aufs Sofa. Nein, dieses Sofa ist nicht gut genug gepolstert. Ich möchte nicht als Buckliger enden, schließlich bin ich kein Glöckner. Oh. Wie könnte ein profanes Gemälde die Tiefe meiner Liebe erfassen? Oh, du bist so süß, Guybrush. Und jetzt geh wieder an die Arbeit. Ja, Schatz. So, Familienpartei. Hey, das ist ja Elaine als kleines Mädchen mit Großvater Marley. Oh, wie süß. Zwing mich nicht, deine Babybilder rauszusuchen. Aber Liebling, du hast meine Babybilder doch gar nicht. Nein, aber ich habe einige Bilder von einem flennenden Guybrush nach einem Schlag auf den Kopf. Ich. Ach, ich hätte auch O drücken können. Verdammt. Ja. Hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. So, dann... Rennen wir jetzt mal ganz schnell zum Brunnen. Ich weiß gar nicht, wo stehen die nochmal, die zwei? Also hier, Carla und Otis. Bäh. Ey, ich weiß es echt nicht mehr. Ah, vor dem... Ne, vom Rathaus stehen sie auch nicht. Vom Brunnen sind sie auch nicht. Nee. Fängt die Sucherei schon wieder an. Aha, da sind sie ja. Aloha.